Ist das hier der schönste Strand Deutschlands? Wie kalt fühlt sich die Ostsee an? Wo gibt's diese Aussicht? Und ist das hier ein Campingplatz, den wir empfehlen können? All das und mehr klären wir in diesem Video. Los geht's nach dem Intro. Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und mit unserem Campervan bereisen wir die Welt. Nach ein paar wunderschönen und ereignisreichen Monaten in Spanien und Portugal sind wir jetzt also zurück in Deutschland. Im heutigen Video erkunden wir eine äußerst beliebte Urlaubsregion, die für uns noch völlig neu ist. Kommt mit! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Reisevideo von uns. Diesmal von der schönsten Halbinsel Deutschlands. Das zumindest behauptet der lokale Tourismusverband hier. Wir sind in Fischland Das Zingst an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns, mitten im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Nicht zu verwechseln mit der Pommerschen, das ist eine andere Geschichte. Wir sind gestern Abend hier angekommen, nachdem wir Freunde besucht haben und an Hamburg vorbeigefahren sind. Wir waren noch nie hier. Die gesamte Region ist komplett neu für uns, aber es soll sehr, sehr schön sein, sowohl im Inland als auch am Meer, vor allem am Meer. Es gibt hier sehr viel Wasser. Wir sind sehr gespannt. Gestern Abend haben wir auf dem Campingplatz eingecheckt, der nur 3 Minuten zu Fuß von hier ist. Wie gut uns der gefällt, das erzählen wir euch später noch. Jetzt wollen wir aber erstmal das gute, herrliche Wetter nutzen und ein bisschen was von der Halbinsel erkunden. Kommt mit! Ready to do some Fahrradfahren? I don't know. Wir machen heute eine Fahrradtour zum Leuchtturm Dasserort, weil man von dort einen herrlichen Blick über die gesamte Halbinsel haben soll. Und danach fahren wir direkt weiter zum Weststrand, was der schönste Strand Deutschlands sein soll. Zeig doch mal auf der Karte. Campingplatz, Leuchtturm, Weststrand. Und cool. Wir sind hier. Ja, noch nicht so weit gekommen, aber weiter geht's. Ach, das war schon mal eine richtig schöne Fahrradtour. Die Landschaft ist traumhaft schön, die Wege sind super ausgebaut und das Wetter könnte besser kaum sein. Wir haben einen blauen Himmel, Sonnenschein, fast 25 Grad, glaube ich. Es ist ein bisschen windig, aber abgesehen davon wirklich richtig schön. Jetzt sind wir angekommen hier am Naturium. Ja. Das ist ein Nationalparkzentrum und auch Teil des Deutschen Meeresmuseums. Hier gibt es eine kleine Ausstellung. Die gehen wir uns jetzt anschauen und dann können wir hoffentlich hoch auf den Leuchtturm. Cool.
Das ist wirklich richtig cool hier oben. Also man hat eine richtig gute Aussicht, 360 Grad in alle Richtungen. Und der Strand sieht auch mega schön aus. Was macht deine Höhenangst? Ist okay. Ist geht. Okay? Ja, geht. Sure. Ja, eigentlich hatten wir geplant, hier im Café was zu essen. Da hätte es ein Fischbrötchen oder auch einen Kuchen gegeben, aber geschlossen. Ja, ist ein bisschen doof, weil hier weit und breit in der Umgebung nichts ist, wo man sonst essen könnte. Das heißt, wir müssen ein paar Kilometer fahren. Und wir fahren. Haben nicht gefrühstückt. Wir haben nichts gefrühstückt, wir haben auch nichts dabei. Das heißt, wir fahren ein paar Kilometer Richtung Prero, heißt es, glaube ich, und gucken mal, ob wir da was finden. Endlich wieder Fischbrötchen. Das war eine sehr gute Stärkung, genau das, was wir gebraucht haben. Jetzt sind wir schon ein Stück zurückgefahren und weiter zum Weststrand. Hier hinter dieser Baumreihe müsste er sein. Es ist ein 14 Kilometer langer Sandstrand und er gilt eben als einer der schönsten Strände Deutschlands, wenn nicht gar als der schönste Strand Deutschlands. Laut Arte ist er auch einer der 10 schönsten Strände weltweit sogar. Da wurde irgendwie nominiert. Wir sind sehr gespannt. Er ist komplett naturbelassen. Es gibt hier keine Infrastruktur weit und breit. Und jetzt gucken wir mal, ob wir ein Plätzchen für unsere Strandmuschel finden. Wow, ist das schön hier, ey. Mega schön. Ihr habt vielleicht gesehen, dass wir alle unsere Wertsachen in wasserfesten Beuteln verstaut haben. Das ist bei so einem Strandbesuch unabdingbar, denn das Salzwasser und der Sand können den Handys und allen anderen Wertsachen ganz schön zusetzen. Um das zu verhindern, hat uns die Firma Spiegen ihren neuen Drybags der Aquashield-Serie zugeschickt. Das sind sowohl Hüllen für Handys in zwei Varianten, als auch Bauchtaschen für Wertgegenstände und richtige Beutel für größere Sachen. Alle sind absolut wasserdicht und können untergetaucht werden. Und das ist nicht nur sinnvoll im Urlaub am Strand, sondern genauso bei allen Wassersportarten, wie zum Beispiel beim Kajakfahren. Denn man will seine Urlaubserinnerungen natürlich festhalten, ohne dass das Salzwasser das Handy beschädigt und ohne dass der Sand in jede Ritze dringt. Wir haben den absoluten Härtetest gemacht und die verschiedenen Drybags mal komplett untergetaucht mit unseren Wertsachen drin. Ergebnis: alles ist komplett trocken geblieben. Die Teile halten also, was sie versprechen. Das hat uns nicht überrascht, denn wir haben mehrere Bauchtaschen, Handyhüllen und Drybags von Spiegen seit über einem Jahr im Gebrauch, dabei auf Herz und Nieren getestet und sind super zufrieden damit. Wenn auch ihr euch die Produkte von Spiegen mal anschauen wollt, dann schaut unten in die Videobeschreibung. Da verlinken wir euch die Drybags und alle anderen Sachen. Na, wie kalt war's? Saukalt. Bis andere Temperatur noch gewohnt, ne? Ja.
Aber reingegangen. Woo! Gesehen. Ja, was macht der hier am Strand? Es ist ein Strandfuchs. Krass. Ja. Wow. Cool. Voll. Der war süß. Ja, der war süß. So, uns ist aufgefallen gerade, dass wir uns vielleicht nochmal melden sollten, denn es ist schon abends inzwischen tatsächlich. Wir haben den ganzen Nachmittag hier an diesem Strand verbracht, ihn richtig genossen, in der Sonne gebrutzelt und Beachball gespielt und waren tatsächlich auch schwimmen, also durchaus frisch. Ja. nicht ganz so warm wie das Mittelmeer, aber aushaltbar. Das gleiche mit dem Wetter, jetzt wird es langsam frisch. Ja, es ist eben nicht abends mehr, auch um 19 Uhr noch 30 Grad, so wie das jetzt in Spanien war, aber auch das ist immer noch, wir können hier immer noch mit Pulli sitzen. Ja. Wirklich schön und ja, der Strand, der ist wirklich ein Traum. Ja. Also richtig, richtig schön. Der Sand könnte weißer kaum sein, dieser Kiefernwald, der vom Wind schräg gebogen wurde. der hat was, also sehr pikturesk, sehr ein Postkartenmotiv. Das Wasser ist ein bisschen trübe heute, also ich glaube, also das habe ich auf Bildern anders gesehen. Yeah. Ich glaube, es war einfach viel Wind und viel Wellengang jetzt in den letzten Tagen. Hm. Aber ja, so ist das. Quallen gibt es auch leider. Mhm. Aber hey, das ist Meckern auf hohem Niveau. Es ist ein traumhaft schöner Strand. Wir können absolut verstehen, dass er so hoch in Rankings immer wieder aufgeführt wird. Ja. Wir müssen sagen, wir haben jetzt ehrlicherweise noch gar nicht so viele deutsche Strände gesehen, dass wir uns da jetzt ein ganz genaues Urteil bilden könnten. Ja. Aber ja, ich kann ja schon nachvollziehen, dass es einer der Top-Strände in Deutschland ist. Absolut. Sehr, sehr schön. Kann auf jeden Fall mit den Stränden in Spanien und so weiter mithalten. Ja, doch, kann man definitiv sagen. Ja. Ja, schön. Und so langsam sind hier auch nur noch 3-4 Leute. Jo. Es lohnt sich später zu kommen. Mhm. Oder früher. Oder früher, aber das ist nicht unsere Zeit. Und es ist natürlich auch noch nicht Hauptsaison. Ja. Also alles sehr entspannt. Ja, das stimmt. Und FKK ist ein Thema hier. Ja. Aber ja. Nee, sehr, sehr schön. Ja. Und bevor die Sonne untergeht, machen wir uns jetzt auf den Rückweg zum Campingplatz. Wir melden uns später wieder. Jo. Guten Morgen. Ja, wir haben uns dann gestern doch nicht mehr gemeldet, da wir relativ erschrocken waren, als wir mit dem Packen von unserem ganzen Strandkram fertig waren. War es schon 21 Uhr. Wir hatten gar nicht auf dem Schirm, wie spät es schon war. Und dann sind wir fix zum Campingplatz geradelt. Dann war es schon, da war es schon 21:45. Dann haben wir uns nur noch schnell was zu essen gemacht und sind dann auch langsam ins Bett gegangen. Auch weil ich doch inzwischen relativ stark erkältet bin, leider, man hört es wahrscheinlich. Und heute Morgen haben wir dann entschieden, unseren eigentlichen Plan für heute einen Tag nach hinten zu verschieben, denn wir wollten eigentlich relativ früh heute mit dem Boot rüber zu einem anderen Ort fahren. Da haben wir dann jetzt keine Lust drauf gehabt, das machen wir morgen. Stattdessen verbringen wir heute einen entspannten Tag hier auf dem Campingplatz. Ich war gerade schon duschen, jetzt machen wir uns Frühstück und ich denke, das ist ein guter Moment, dass wir uns jetzt im Video gemeinsam mal diesen Campingplatz anschauen. Übernachtet haben wir hier von Sonntag bis Donnerstag im Regenbogencamp Born. Der Campingplatz liegt etwas außerhalb des kleinen Dorfes, direkt am Bodden. Also perfekt für alle, die gerne Wassersport betreiben. Das zeigt sich auch daran, dass es auf dem Campingplatz eine Surfschule gibt. Passend zum Surfer-Vibe haben wir die Stimmung unter den Gästen und Bediensteten stets als sehr locker und entspannt wahrgenommen. Und auch die Stellplätze werden hier nicht strikt eingeteilt. Fest abgesteckte Parzellen gibt es nämlich nicht. Stattdessen kann man sich, je nach gebuchter Kategorie, seinen Platz frei auf dem Gelände aussuchen. Für den Stellplatz direkt am Bodden ohne Strom haben wir pro Tag 34,25 Euro bezahlt. Das beinhaltet 2,50 Euro Kurtaxe pro Person pro Tag und einen sogenannten Energiezuschlag für 5 Euro pro Tag. Wofür auch immer der ist.
Für einen kurzen Moment waren wir erschrocken und hatten befürchtet, dass Duschen extra kosten würde. Aber die Bedienteile an den Duschen haben sich in Anführungsstrichen nur als eine Methode herausgestellt, um Wasser zu sparen. Es ist ein Limit von 3 Minuten eingestellt, bevor man vor einem neuen Duschgang 2 Minuten warten muss. Das ist für alle, die gerne lange duschen, etwas schade, aber natürlich gut für unsere Umwelt. Auf dem Gelände befinden sich einige recht alte Sanitärhäuser. Die sind allerdings gar nicht mehr geöffnet, da es inzwischen ausreichend viele neue Sanitärhäuser gibt. Und alle, die wir gesehen haben, waren stets super sauber. Allerdings war der Campingplatz auch noch nicht ansatzweise voll belegt. Wir schätzen, dass es während unseres Aufenthalts ganz kurz vor der Hauptsaison rund 40% Belegung waren. Selbst die meisten Dauercamper schienen nicht da zu sein. Wir haben uns aber sagen lassen, dass es hier in der Hauptsaison in der Regel sehr voll wird. Nicht nur auf diesem Campingplatz, sondern in der ganzen Region. An der Surfschule war allerdings immer guter Betrieb. Wohl auch, da es während unseres Aufenthalts häufig recht windig war. Mit ein bisschen aufgewirbeltem Staub muss man hier also durchaus rechnen. Wir fanden die Lage, die Infrastruktur und die Stimmung super und würden daher jederzeit nochmal wiederkommen. Aber wahrscheinlich auch weiterhin, wenn möglich, außerhalb der Hauptsaison. Der Tag fängt sehr gut an. Ich habe erstmal Tinas Kaffee umgeschmissen, über den ganzen Tisch laufen lassen und in ihre Schuhe rein. Morgen. Wir fahren heute mit einem Boot über den Bodden nach Bodstedt und dann machen wir eine kleine Fahrradtour über die Halbinsel. Das ist meine Stärke. So, wir sind jetzt in Barth und haben uns gerade gestärkt beim Bäcker, weil wir nicht gefrühstückt haben. Das Boot kam für unsere Verhältnisse zu früh.
Jetzt wollen wir ein bisschen hier durch diesen kleinen Ort laufen. Der liegt so 15 Kilometer südlich von Zingst. Und wir sind vor allem hierher gekommen, um zu versuchen, auf den Kirchturm zu steigen. Denn von da soll es eine tolle Aussicht über diesen kleinen Hafenort geben. Ja, schauen wir mal. Ja, noch kurz zur Info, man muss ins gegenüberliegende Lesecafé gehen und kann dann dafür eine kleine Spende um den Schlüssel bitten, um hier hoch zum Turm zu kommen. Wir sind jetzt gerade die ersten Treppenstufen gelaufen, es ist sehr, sehr eng, sehr, sehr steil, aber auch sehr, sehr schön. Und die extrem nette Dame vom Lesecafé hat uns das wirklich nochmal doppelt und dreifach schmackhaft gemacht, also wir sind sehr, sehr gespannt. Jetzt müssen wir irgendwie da oben ankommen. Geschafft. War nicht so einfach. Aber jetzt sind wir oben. Okay, das ist wirklich richtig schön. Ein wahnsinnig tolles 360-Grad-Panorama. Also die Aussicht in alle Richtungen ist wirklich toll. Es lohnt sich absolut, hier hochzukommen. Aus meiner Sicht ein Pflichtprogramm. Wenn man in Bad ist, dann sollte man hier hochlaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier irgendwo anders eine ähnlich schöne Aussicht gibt. Und auch alles drumherum, hier in diesem Kirchturm zu stehen, wo alles irgendwie aus alten Holzbalken gebaut ist, es ist ein Erlebnis und also man muss dem natürlich vertrauen, dass das hält und man muss auch ein bisschen schwindelfrei sein und man muss auch klarkommen in diesem engen Treppenaufgang. Aber es lohnt sich alles. Es ist ja wirklich ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Und wir gehen jetzt runter, versuchen die Treppen bergab zu meistern nochmal und schnappen uns dann die Fahrräder und fahren nach Zingst. Das ist der größte Ort hier in der Region. Wir sind jetzt in Zingst angekommen. Wie Dirk schon gesagt hat, ist das der größte Ort hier in der Umgebung. War früher ein Seefahrerdorf, ist jetzt ein beliebter Kurort. Und hier gehen wir uns jetzt mal ein bisschen umgucken, würde ich sagen. Es gibt eine sehr lange Seebrücke, also einen Steg, der ins Wasser führt. Ja. Und ich wollte noch sagen, ich finde es richtig gut, diese ganzen Fahrradwege hier. Also die Fahrt hierher war wieder super entspannt. Es scheint parallel zu jeder Straße irgendwie einen Fahrradweg zu geben. Man muss irgendwie nie auf einer richtigen Straße fahren und teilweise sind die eben auch ein ganzes Stück von der Straße weg im Wald und so. Es ist wirklich sehr, sehr schön, sehr entspannt, Fahrradhochburg hier. Ja, das stimmt. Und ich habe jetzt aber auch schon wieder langsam ein bisschen Hunger. Ich auch. Ja, deswegen haben wir uns überlegt, wir gehen zum berühmten Waffelmaik. Der scheint über die Landesgrenzen hinaus bekannt zu sein und soll sehr gute Waffeln machen. Und da holen wir uns jetzt, glaube ich, mal was zu essen. Das haben die im Fernsehen gesagt. Haben die gesagt, ja. Also, Essen fassen. Jo.
Weiß hier jemand von euch, was das hier ist? Ich wusste es bis vorgestern nicht. Bis dahin wusste ich nicht, dass sowas überhaupt existiert. Aber es ist eine von 4 Tauchgondeln in Deutschland. Damit kann man 3-4 Meter bis unter die Wasseroberfläche fahren und rausgucken und Fische beobachten. Das macht aber nur Sinn, wenn das Wasser nicht so aufgewühlt ist wie momentan. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das ist, wie vorgestern schon gesagt, eine relativ grüne Plörre momentan. Das lohnt sich also nicht. Schade eigentlich. Und hält der Geschmack, was Waffel Mike verspricht? Ja, sehr lecker. Da ist überall purer Zucker. So, wir sind jetzt hier nochmal ein kleines Stück rausgefahren, so eine knappe Viertelstunde Richtung Westen, denn da am Hauptstrand in Zingst war es uns dann heute doch ein bisschen zu voll. Jetzt sitzen wir hier am Strand und genießen noch so ein bisschen das Wellenrauschen und die Abendsonne und holen uns vielleicht noch den Sonnenbrand als Urlaubserinnerung ab. Das könnte bei mir schnell passieren. Und morgen früh müssen wir dann leider schon uns auf den Heimweg machen. Ja, was schade ist, weil es hat uns wirklich richtig, richtig gut gefallen. Ja. Und wir können uns echt gut vorstellen, auch nochmal hierher zu kommen. Ja, absolut. Also es gibt auch auf jeden Fall noch ein paar Ecken auf dieser Halbinsel, die wir noch nicht erkundet haben. Aber ja, alles, was wir gesehen haben, war wirklich sehr, sehr, sehr schön und definitiv ja, der schönste Ostseeabschnitt, den wir bisher kennengelernt haben. Mhm. Können wir also definitiv empfehlen und wir hoffen, wir konnten euch einen Eindruck von dieser Region vermitteln und ihr könnt euch jetzt selbst ein Bild machen, ob ihr auch mal hierher kommen wollt oder nicht. Wir können es in jedem Fall sehr empfehlen. Und damit beenden wir dieses Video. Es wird am nächsten Sonntag mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder ein neues Video von uns geben. Von wo, das wissen wir ehrlich gesagt noch nicht. Normalerweise ist das ja immer so, dass wir schon wissen, wo wir in der nächsten Woche sind. Aber jetzt sind wir ja zurück in Deutschland und der Van-Ausbau steht an. Da warten wir noch auf so ein paar letzte Teile, bis wir richtig loslegen können. Aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Videos auf unserem Kanal. Also falls ihr neu sein solltet, wir haben ganz viele Reisevideos aus ganz vielen Ländern. Ja. Schaut da gerne mal rein. Kreuz und quer durch Europa sind wir mit unserem kleinen Campervan schon gereist und jetzt steht ein Ausbau von einem neuen Van an. Das wird in den nächsten Wochen starten. Ob nächste Woche schon, wissen wir nicht. Aber ja, schaut einfach rein, drückt unten auf den Abonnieren-Button, dann werdet ihr informiert, sobald wir ein neues Video hochladen. Mhm. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, klickt auf den Daumen hoch, das würde uns sehr, sehr helfen. Ja. Und damit sagen wir ganz, ganz herzliche Grüße von der wunderschönen Ostsee. Habt einen schönen Tag, habt einen guten Start in die Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. You like? I love. Ich erkenne keine Ähnlichkeit. Ihr seht gleich aus. Nicht. Hör auch auf. Ja, gib ihm einen Apfel. Au! Hier war er. Ja, da hast du den Kopf gestoßen? Ja. Kann ich ein Teleobjektiv? Hallo Herr Sigmar oder Frau Sigmar, sag mal, kann ich ein Teleobjektiv? Ich sehe die Tauchgondel. Fahren wir mit einer Tauchgondel?